Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer Folge City Skylines 2. Ja, heute erschienen und jetzt schon für euch die erste Geschichte da. Ich werde jetzt hier nicht direkt anfangen, eine Stadt zu bauen, sondern wir werden das Tutorial erstmal durchspielen. Jetzt müssen wir mal schauen, welche Gegend wir da tatsächlich nehmen. Ich muss mal einmal ganz kurz zurück. Und zwar ist mir die Musik ein bisschen zu laut. Also Nachfolgedatei, Leistung ausgewogen, automatisch speichern. Ja, das können wir machen. Audio. Nutzer Menümusik. Die Menümusik muss runter. So, Spielgeräusche, das können wir so lassen. Radio schalten wir aus. Das gibt nur Probleme. Gameplay, Tutorials, Grafik. Alle Auflösungen anzeigen. Ja, das haben wir im Prinzip schon ganz grob gemacht. Wir müssen mal gucken. Es wird ja gemeckert hier von wegen. Ja, die Performance ist so übel. Und ja, Gott. Da müssen wir halt mal gucken. So, neues Spiel. Jetzt ist die Frage, welche Karte nehmen wir? Wir haben hier den Archipelhafen. Wasserumgebene Inselkette. Aber das ist ziemlich kompliziert, würde ich jetzt mal sagen. Wir brauchen für den Anfang irgendwas Einfaches. Ein Bergdorf. Ein großes Hochland. Hier so mit der Sandbankinsel. Dann ist das hier wahrscheinlich die Insel, wo man dann auch bauen kann. Seeland, Tamp, was ist das? Kann mich nicht entscheiden. Zentrale Wasserstraße. Puh, das ist schwierig. Weite Ebenen. Wir nehmen mal das. So, Karte wählen. Stadtname Klaus. Nee, warum soll die Stadt Klaus heißen? Die heißt, die Stadt heißt natürlich Großzimmern. So. Thema europäisch. Linksverkehr, nein. Naturkatastrophen können wir drin lassen. Alle freischalten, nein. Unbegrenztes Vermögen machen wir auch nicht. Und Tutorials beginnen. Das ist das Erste, was wir uns jetzt heute angucken wollen. Um überhaupt erstmal reinzukommen. Ich öffne das jetzt auch hier zum ersten Mal. Dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Ich hoffe, es ruckelt jetzt nicht, weil ich nebenbei hochlade. Und ich werde mich bemühen, die Folgen nicht länger als eine halbe Stunde zu machen. Was für eine aufregende Musik. So, willkommen bei City Skylines 2. Genau hier können Sie die Stadt Ihrer Träume errichten. Nehmen Sie die Herausforderung an, die in der Verwaltung der städtischen Dienstleistung und Koordination des Verkehrsflusses bestehen und folgen Sie dem Leben Ihrer Bürger. Nutzen Sie die Tutorials, um bei den ersten Schritten zum Aufbau einer Stadt Hilfe zu erhalten. Mit weiterem Fortschritt werden immer mehr Hinweise und Ratschläge verfügbar, die Sie bei Bedarf in Anspruch nehmen können. Dann wollen wir mal gucken. Verschaffen Sie sich vor Spielbeginn mit Hilfe der Kamerasteuerung einen Überblick über Ihr Gelände. Falls Sie die Tutorials zu einem beliebigen Zeitpunkt ein- oder ausschalten wollen, können Sie dies im Pausenmenü mit Hilfe des Zahnradsymbols in der rechten oberen Ecke tun. Im Pausenmenü können Sie außerdem Ihr Spiel speichern und allerlei Spieleeinstellungen anpassen. So. Na gut, das ist das übliche WASD, ne? Kamerasteuerung. Drücken Sie mit Q und E. Das ist rauszoomen. Man kann relativ weit rauszoomen. Das ist schon mal cool. Achso, muss ich auch das, okay. Na gut. Das haben wir ja schon gemacht, das ist klar. Beginnen Sie eine Aufgabe, indem Sie Spielen auswählen, bla bla bla. So. Straßen, genau. Es ist klar, Straßen sind die Kernelemente der Stadt.
Wenn Sie eine Straße errichten, erscheint ein Zeilenraster auf der umliegenden Landfläche. In diesem Bereich können Sie bauen. Die meisten Straßen verfügen über ein integriertes Infrastrukturnetzwerk. Diese umfasst Stromleitungen sowie Wasser- und Abwasserrohre. Alle Gebäude, die mit einer Straße mit Infrastrukturnetz verbunden sind, haben folglich auch automatisch eine Anbindung an die Infrastruktur. Gut. Gut. Also Straßen kennen wir. Anders als in City Skylines. Anders als in City Skylines 1, Entschuldigung. Ich glaube, ich mache diese Tutorials mal aus, ha? Wie war das über das Pausenmenü? Optionen. Weil das geht mir dann doch ein bisschen auf den Sack. Wir finden das jetzt. Wir finden das jetzt selbst heraus. So. Hier ist jetzt die Autobahn, ja? Wir können hier jetzt natürlich erstmal. Die legen wir mal hier so ein bisschen ans Wasser. So. Symbolik, genau. Hier haben wir wahrscheinlich wieder das Gleiche. Wir können hier eine Straße genau dann im Bogen legen, zum Beispiel. So meinetwegen, ne? Genau. Dann brauchen wir natürlich, wir brauchen Strom, Kraftwerke. Ein kleines Kohlekraftwerk. Das könnten wir bauen. Jetzt müssen wir sehen, das hier scheint die Windrichtung zu sein. Ich überleg gerade, das ist neu, oder? Windrichtung, das heißt, ich würde das tatsächlich erstmal hier hinbauen. Und wir müssen da natürlich auch eine Straße hinbekommen. Das ist völlig klar, ne? Sonst klappt es nicht mit dem Nachbarn, ne? Das so machen? Geht das? Macht er das? Was? Ach, bin überhaupt noch nicht so weit. Gib mir nicht auf den Senkel. Was hat er hier denn für ein Problem? Sind wir jetzt zu dicht über Wasser oder was ist das? Ah ja, okay. Frage ist, wo ich jetzt hin will damit. Wer baut das hier nicht passend an hier unten, oder doch? Ich befürchte mal nicht. Können wir meinetwegen mal so bauen. Es sieht etwas chaotisch aus, ja, aber. Guck mal. Da haben wir dann. Die ersten Gebiete. So. Strom will der haben. Beziehungsweise er muss da irgendwie dran. Die Frage ist jetzt natürlich. Hier ist das Stromnetz. Eieiei.
Das geht dann aber weit, du. Das hier die richtigen. Können wir die irgendwie hier schön am... am Rand langlegen? Erstmal zumindest. Hallo? Kann ich hier nichts anbauen? Muss ich denn damit hin? Spannung zwischen zwei Orten hin und her leiten. Okay, das sind die schweren Kabel. Okay. Den könnte man dahin bauen. Und jetzt? Könnte hier, könnte hier noch einen zweiten hinbauen, ha? Huh? Schön aussieht, lassen wir mal dahingestellt. Okay. So. Dann meckert er rum. Hier fehlt ihm noch eine Straße. Ist ein bisschen doof, dass ich hier nicht zwischendurch komme. Kann ich denn... Landschaftsbau, wenn ich... Siehst doch mal, ich kann Objekte verschieben, oder? Ja, wenn ich das jetzt abbreche, ich denke mal, unsere erste Stadt wird hier definitiv pleite gehen. Das ist so sicher... Nein. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche, würde ich mal behaupten. Das machen wir dann anders. Den nehmen wir auch mal weg. So. Bauen wir hier erst die Straße dran lang, und zwar gerade. So. Denke mal, können wir vielleicht später dann auch Industrie hinbauen. So, okay. Dann müssen wir mal einmal zurück zum Strom. Wir brauchen hier jetzt das Umspannwerk. Und wir brauchen dann... Heidedei. Das ist irgendwie noch nicht dran, wa? Doch dran. Fehlt's denn noch?
Ach, ich sehe schon. Ich sehe schon das Problem. Ich sehe das Problem, ja. Aber wir brauchen auch nur eine, oder? Erstmal so aus. Würde ich jetzt mal behaupten. Okay. Lassen wir das mal so. Also hier brummt irgendwie. Wir haben hier Strom. Hier müsste jetzt noch eine Straße lang, glaube ich. Gott, das ist alles so neu hier. So, wie war denn das hier? Hier kann man doch irgendwie Kreisverkehre hin. Ah, guck mal, das hier heißt hier aus den Kreuzungen. Könnte man theoretisch einen Kreisverkehr machen, wenn Platz ist. Okay. Hier zum Beispiel. Okay, und hier. So, dann können wir jetzt erstmal Wohngebiete ausloben. Die scheinen ja jetzt alles zu haben hier. Wasser und Strom und mal gucken, was hier jetzt reinkommt. Und hier schön am Wasser wohnen. Gut, hier unter der Brücke ist jetzt nicht so toll. Oh, okay. Ich habe schon ein winziges Dorf, wo auch immer die Leute jetzt schon sind. Man wird hier später definitiv wohl noch Straßen durchbauen können, nehme ich mal an. Aber das sind jetzt erstmal hier Wohngebiete. Gucken, was wir später noch bauen können. Hier kommen jetzt erstmal alles kleine Häuser hin. Das machen wir gar nicht anders. Hier soll die Luft auch sauber bleiben. Guck mal, das ist der Fluss. Da kann man doch, da wo die Schorschonen schön wohnen. Was ist mit Industriegebiet? Genau, Industrie brauchen wir natürlich auch. Und das können wir schön dahin bauen, wo die Kraftwerke oder wo das Kraftwerk steht. Wie ist denn das eigentlich mit Wasser? Transport von Trinkwasser. Die haben doch garantiert kein Trinkwasser. Wasserpumpstation. Pumpt Wasser aus Seen oder Flüssen. Okay. Das heißt, wir könnten. Es ist zu laut hier. Wir ziehen unser Wasser. Hier raus. So. So, seid ihr denn jetzt angebunden? Euch fehlt doch garantiert auch noch Strom, oder? Wie sehe ich das? Nee, guck mal, wieder Mist gemacht hier. Kriege ich denn das weg?
kriege ich denn das weg? Falls du etwas von der Karte entfernen möchtest. Ja, ich möchte gerne diese Wasserleitung hier. Die Scheiße hier nicht weg. Weil früher ging das mit dem Bulldozer tatsächlich. Aber damit kommst du heute nicht mehr ran. Krieg ich denn den Kram hier weg? Oh, einen hingebaut hier, du. Also ich muss hier mal auf Pause gehen. Wie kriege ich diese scheiß Rohre da wieder weg? Keine Lust nochmal anzufangen. Warte mal, okay. Ah! Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. So, du brauchst erstmal eine Straße. Ah ja, okay. So, dann können wir für Wasser hier nochmal ein zweites Pumpwerk hinsetzen. Ach, guck mal, jetzt verbindet der sich auch automatisch damit. Ja, wie cool. Ach so, und dann kann ich nämlich, okay, die nämlich... die wegmachen, weil die ja in der Straße liegen. Ja, ja, clever. Sehr clever. Gut. Und ihr braucht Strom. Könnte doch theoretisch... Wo ist denn überhaupt? Da hinten, nee. Das E-Werk ist da hinten. Da läuft richtig Dampf durch. Wo muss das denn noch angeschlossen werden? Eieiei.
Ach so. Das könnten wir. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Da müsste noch mal ein Umspannwerk hin. Okay. Kann ich das drehen? Gar nicht, ha? Huh? Ah, okay. Wenn es sich denn drehen lassen will, das ist das nämlich hier gerade die Krux. Dann machen wir es anders. Und das auch noch mal weg. Ah ja, okay. Guck mal, wie das geht. Und hier können wir dann jetzt eine die Straße wahrscheinlich eventuell weiterbauen. Und das Ding hier nehmen. Eine gerade Strecke. Und er möchte hier noch eine Stromleitung. Wohin eigentlich? Ach so, ich sehe schon. So, sehr schön. Und jetzt können wir hier nämlich schön wieder Industrien machen. Genau, super. Die Straße muss ich noch fertig machen. Irgendwie sieht das behämmert aus, was ich hier baue, aber egal. So. Haben wir auf jeden Fall schon mal Industriegebiete, beziehungsweise ein Industriegebiet. Wir haben Strom. Wir sollten Wasser haben. Ah, Abwasserproblem. Abwasserproblem. Machen wir das heute noch? Ja, das machen wir jetzt noch eben. Wasser. Und wir brauchen Abwasser. Und hier müssen wir jetzt gucken, dass wir uns das Trinkwasser nicht versauen. Von daher würde ich das Teil tatsächlich erstmal hier hinbauen.
Einfache zweispurige Straße, okay. So. Die Frage wäre jetzt, ob sich die hier jetzt automatisch aktualisieren, aber es sieht nicht danach aus, ha? Huh? Heute einrasten, 90 Grad, bla bla bla. Es gab dafür mal so ein Einrichtungszeichen, ein Ausrufezeichen, um etwas zu modernisieren, aber ich befürchte so ein bisschen, das haben wir nicht. Ah, jetzt ist aber weg, guck mal. Abwasserproblem auch gelöst. Die können wunderschön wohnen hier. Da werden Häuser gebaut. Ja, ich würde sagen, das soll es dann auch gewesen sein heute aus Großzimmern. Wir sehen, das Ganze läuft in einigermaßen. Und die ersten Autos unterwegs. Ja. Ich glaube, da tut sich was. Wohnungsmarkt ist eine Katastrophe. Was willst du? Bau doch erstmal, du Pfeife. So, was fehlt hier denn? Rauchstraße. Aha. Ja, haben kein Haushaltszimmer. Wir haben ja auch kein Haus. Der Friedhof ist schon ganz schön groß, ne? Hier hinbauen. So. Ja, und eine Klinik bauen wir hier hin, weil die Klinik da ist. Die können dann die Toten direkt auf dem Friedhof lagern. Die brauchen die nicht lange einlagern, die können sie gleich verscharren. So, jetzt aber in diesem Sinne, demnächst geht's weiter hier in diesem Theater. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Da ist ein Popmusiker anwesend, okay? Die Terrasse dieses Hauses ist eigentlich perfekt für Partys. Die Nachbarn werden sich bedanken. Ich bedanke mich bei euch und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.